Und hiermit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Farming World hier bei Nordrhein TV Play mit mir, dem Zingis. Ja, in der letzten Folge hatte ich das schöne Bauernleben zerstört. Nämlich mein schöner Bauernhof bzw. meine schöne Farm ist bankrott gegangen. Gnadenlos bin ich da in wahnsinnige Umkosten gekommen und dann kam noch immer Pacht obendrauf, nochmal Pacht und es kam einfach kein Gewinn. Ja, ne, die Folgen davon sind wahrscheinlich vorstellbar, egal. Deswegen dachte ich mal, machen wir ein neues Spiel. Nee, Australien, machen wir wieder Deutschland, ich probiere es normal, ja, grün ist immer gut. Nee, seid ihr bescheuert, Mann. Wenn ich bei leicht schon hier passen muss, dann wird das andere doch nicht besser, oder? So. Gucken wir uns erstmal die Bodenqualität an. Ja, die sieht ja schon mal ganz schön aus. Ich will mal überlegen, vielleicht hier so ein großes Feld hinzumachen. Weil mein lieber Gegenspieler, ne, die künstliche Intelligenz, die haut hier gleich, ich wette, die haut hier gleich wieder so ein riesen Feld hin. Das wird wieder richtig lustig. Ja, so, ich fange da mal an mit Grundstück kaufen, ne? So, machen wir was Gutes. Wieso hat er das jetzt weggenommen? Oder so, wir fangen mal so Schrebergartengröße an. Nee. Das ist ein gutes Maß. Nee, ich will eigentlich genau 20. Hallo? Achso, das ist jetzt schon wieder 11. Ich hatte gerade 9. Hä, wieso? So. Jetzt müssen wir noch da irgendwie auf die 10, glaube ich, kommen. Dann haben wir genau 20. Wunderbar. So, 20 pro Tag. Ja, komm, das schaffen wir. Pachten wir. Ah, pachten. Das ist wieder. Ah, tägliche Kosten da. Da stürze ich mich wieder in. Boah, muss man sich mal vorstellen. Das ist echt bombastische Umkosten. Ja, und mir wurde ja empfohlen, eben mich eher auf so, ich sag mal, Grundnahrungsmittel, ne, also wie Bier, so, ne, zu spezialisieren. Nein, Bier baut man nicht an. Beziehungsweise doch, die Gerste oder was man auch immer da ins Bier reintut, schon. Aber, ja, ich denke, ich werde mir erstmal wieder Kartoffeln holen. Und keine Kirschbäumchen oder so. Obwohl, es ist vielleicht auch ganz interessant, sowas, ne? Mal anders, quasi. Naja. So. 20, das muss man sich mal vorstellen. Das sind wahnsinnige Kosten. Das sind dann 7.300 im Jahr oder so. Naja. Wie dem auch sei. So, warum gucke ich mir das eigentlich an? Ui, jetzt sind schon wieder 3-4 Tage verstrichen. Hollala, das geht ja schnell. So, Alter, das sind alles Kosten. So, komm, jetzt heizt du mal kurz darüber. Wunderbar tut er das. So, die schöne Nachtmusik haben wir jetzt. Und jetzt frage ich nochmal den Elroy, weil jetzt weiß ich, das wird hier angezeigt, ne? Das ist zum Beispiel überhaupt nicht geeignet. Apfelbäume, das könnte ich zum Beispiel anbauen. Das wird sogar in Deutschland angebaut, ja. Das weiß ich sogar. Aber Kartoffeln, nehmen wir die Kartoffel. Ist auch hier empfohlen von Elroy, ne? Absolut für das Wachstum bevorzugt, geschätzter Ertrag in Prozent. Ja. Also 84,2. Ah, die Qualität ist aber scheiße. Wieso ist die Qualität denn da so scheiße? Brombeeren. 11% Qualität. Alter, was ist das denn hier? 1% Qualität. Das ist doch Scheißqualität, um das mal ganz böse auszudrücken. Birnenbaum, ja, 0%. Was hätten wir denn hier noch eigentlich? Da ist der Ertrag weniger, aber die Qualität ist besser. Aber fangen wir mal mit den Kartoffeln an. So, ja. Hau drauf den Scheiß. Zip.
So, dann steht das jetzt schon mal. Und jetzt gucke ich mal. Ja. Oh nein, ein anderes Feld. Aber, was hat er angebaut? Weizen. Auch nicht schlecht. Hm. So, aber wie kann man jetzt eigentlich direkt Geld machen? Ich will eigentlich direkt Geld machen. Das ist so... Aufträge gibt es schon. Heidelbeere. Hausschwein. Hausschweine könnte man noch machen. Nee, aber obwohl die geben Fleisch. Und wenn man die als Ganzes verkaufen kann. Hm. Müsste man jetzt überlegen, was gibt denn so ein schönes Schwein hier. Achso, nee. Verkaufen kann ich ja noch nichts. Weil ich ja noch nichts habe, blöderweise. So, was kann man denn noch... Nee, aber... Bank. Nee, damit wollen wir gar nicht erst anfangen. So. Gehen wir kurz... Nee, nicht Grundstück kaufen, sondern in den Markt. Oder ins Bauernhofcenter. Und da... Was machen wir denn da mal? Nee, Trecker-Scout... Vielleicht irgendwann mal. Aber, naja. Dieses Pachten, das gefällt mir überhaupt nicht. Das sind so Kosten und keine Ahnung. Ich würde sagen, Fleisch. Fleisch wäre mal eine gute Idee. Oder Bäckerei, dann hätten wir aber Weizen oder sonst was. Irgendwas Mehliges anbauen sollen. Garage, Gewächshaus. Hangar. Achso, stimmt, es gibt da so ein lustiges Fahrzeug. Das nennt sich Flugzeug. Das fand ich ganz lustig. Wo ist es? Da, Sprühfahrzeug, luxuriös. Das ist ein Flugzeug, wie luxuriös. Naja, man gönnt sich ja ne? Sonst nichts, aber gut. So, ich wollte doch eigentlich irgendwelche Tiere ja anpflanzen. Nee. So. Mühle, boah, was da alles dabei ist. Stall für große Tiere. Großtiere, klein, ja, kleine Großtiere, ne? Ich denke mal, den nehme ich mal ganz kurz. Und den pflanze ich. Ne, da steht er nicht an der Straße, dann meckern die wieder. Den pflanzen wir mal. Oder hier neben das Lager, so. Ja. Wunderbar, steht da ein Hof. Jetzt ist die Frage, was für Tiere? Das Huhn wird es wahrscheinlich nicht sein, der Hase auch nicht, auch wenn Hasen ganz, ganz süß sind. Pferd. Er auch nicht. Kann man vielleicht eine leckere Pferdewurst oder sowas draus machen? Ich muss sogar sagen, ich habe mal Pferdewurst probiert. Obwohl ich eigentlich Pferde sehr schätze, liebe, mag, wie auch immer. Und Pferde sind nicht nur nette Tiere und schön anzuschauen, sondern sie schmecken leider auch noch. Fand ich. Ist jetzt zwar für mich kein Grund, Pferd zu essen, weil ich finde das irgendwie schon ein bisschen, wenn man so mit Tieren arbeitet und mit denen auch eine gewisse Beziehung aufbaut, ist es immer so ein bisschen schade, wenn man dann denkt, ach, du frisst gerade deinen Freund. Aber naja. So sind wir Menschen halt, ne? Ja. Nee, aber Pferd glaube ich eher nicht. Ich weiß nicht, das ist glaube ich nicht, nee. Könntest du vielleicht einen Ponyhof aufmachen, aber das war's dann. Ah, die Nachtmusik beginnt wieder. Also Kuh ist eigentlich... Das ist keine Kuh, das ist ein Schaf. Was laber ich denn da? Ziege, Ziegenmilch, Ziegenfleisch. Ist eigentlich... Nehmen wir mal die Kuh. Wieso kann ich mir keine Kuh kaufen? So kann ich mir... Hä? Ah, okay, dann muss ich das so rum machen. Aha. Da sind sie schon. Und die haben jetzt eben immer Hunger. Und jetzt sollte ich vielleicht direkt in Angriff nehmen, auch wenn das auf die die Kosten nicht gerade verringert. Nämlich direkt mal einen Moment, haben wir ja eigentlich auch was für Milch oder so? Pasteurisierungsanlage, Press- und Sortieranlage. Warenlager klimatisiert. Mühle. Nehme ich mal eine kleine Fleischerei. Wie viel kostet das denn?
4500, ja, das geht noch. Das geht noch rein. Hm. Produktionen. Ja, jetzt müsste ich mich wieder ans Tutorial erinnern, aber Tutorial. Aber, Fabrik ein, abstellen. Ah. So, da können wir schon mal überlegen. Ne, wir nehmen noch kein Huhn. Nein! Leute! Ich will kein Huhn. X. Boah. Wo ist die Kuh? Aus der Kuh kann man Hühnerfleisch machen. Aha. Straußenfleisch. Hallo, ich will die Kuh. Ach so, okay, da macht man das halt so. So, was gibt's denn hier? Entenfleisch ist natürlich von Enten. Hasenfleisch? Ach so, ja, Hase ist lecker. Was gibt's noch? Boah, Fleisch, Schweine, Rindfleisch, Kuh, ja, das ist wunderbar. Ach, das müssen wir dann erst, da müssen wir erst die Kuh in den Lagerraum packen. Und wunderbar. Ja, dann würde ich mal sagen, machen wir kurz hier den Heini hier, den Vorspul-Heini. So. Machen wir kurz, bis die Tiere wieder satt sind. Satt. Nicht mehr satt. Bis die Tiere am Verhungern sind. Was jetzt gerade wieder der Fall ist. Wie sieht's hier aus? Erwarteter Ertrag nach Ernte. Bla bla bla. 100%. Boah, ja. Was für eine Erntequalität. Ah, und was ich noch ganz Wichtiges machen sollte. So, einmal kurz Futter. Hier, ne? Die Sarah, die nette Sarah abonnieren. Keine Ahnung, weil. Tja. Ne? Die ist halt sympathisch. Nein. Irgendwie, keine Ahnung, wenn dann irgendwas Schlimmes passiert, irgendwie vom Wetter. Ich weiß zwar nicht, was ich dann genau machen soll, aber dann weiß ich wenigstens Bescheid. Junge, jetzt wird's knapp. So. Das sprießt da schon ordentlich. Das Kartoffel, ne? Oh, Kartoffel sprießen! So. Ja, das kennen wir, die Meldung. Mir damals vor geraumer Zeit auch nicht viel gebracht. Ich bin trotzdem pleite gegangen. So, was macht mein lieber Gegenspieler? Der hat auch in Kühe investiert, glaube ich. Kann man jetzt leider nicht nachgucken. Aber sie können muhen. Das Wort muhen finde ich lustig irgendwie. Gibt's das? Ach so, Entschuldigung. Ich habe vergessen, euch zu füttern. Ja, so. Meckert nicht rum. Muh. Kühe sind sehr nette Tiere. Ja, ja. Eigentlich sind doch alle nette Tiere. Ja. Nee, eigentlich, ich kann auch Leute verstehen, die irgendwie vegan oder Vegetarier sind, irgendwie dann, weil die Tiere eben, ja, Entschuldigung, weil denen die Tiere eben leid tun. Aber ich finde irgendwie, ich meine, wir sind irgendwie Fleischfresser, blöderweise. So sehe ich das zumindest. Keine Ahnung, könnt ihr mal diskutieren, wenn ihr wollt, oder auch nicht. Die Diskussion gibt's immer wieder. Ach du Scheiße, ist richtig trocken hier. Ne, weil das ist immer so ein Streitthema. Und dann sagen die Nicht-Vegetarier, ja, ihr esst unserem Essen das Essen weg. Ist natürlich ein Scheißargument, nein, aber das ist auch eher scherzhaft gemeint. Aber ich weiß nicht, ich verstehe es auch nicht, warum soll man sich darum streiten? Man kann darüber locker reden, aber... Naja. So, nochmal Pestizide drauf. Natürlich holen wir uns nur so ein einfaches Sprühfahrzeug, beziehungsweise pachten das mal ganz kurz. 450, das sind wieder Kosten. Och, jetzt sind die Tiere auch wieder da. Hervorragend. Deine Tiere sind ausgewachsen. Das heißt,
Das heißt, ich kann was mit denen machen? Ja, toll. Markt, nein, Aufträge. Was ist denn? Wie ging das denn jetzt nochmal? Kartoffeln. Ja, Kartoffeln sind gerade in Anfrage. Das ist wunderbar. Pferd. Ach doch. Für Pferd. Ah, ja. Okay, Pferd im Restaurant. Solange sie keine Hunde verlangen. So, was gibt's denn? Wie war das denn nochmal? Oh. Folgende Tiere verhungern. Schön für die Tiere. Nein, gar nicht, natürlich. Ja, aber das sind doch Tiere. Das ist doch. Ja. Wie kriegen wir jetzt die Kuh? Die ausgewachsene Kuh da rein? Ja, sind sogar Biokühe, ne? Top-Qualität. Ne, Bauernhof. Ach Gott, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Das ist jetzt aber auch peinlich, echt. Weil. Ich will das jetzt hier. Oh, da gibt's sogar so. Pokale. Nee. Wo mache ich das denn jetzt hier? Jetzt bin ich echt überfordert. Nee, das ist nur das Bauernhof-Center. Auf dem Markt. Nee, da haben wir doch nichts. Oh nee. Ja, aber wo kommen die Tiere denn dann hin? Kommen die dann einfach ins Lager? Also das fände ich ja schade für die Tiere irgendwie. Aber was anderes kann man irgendwie gar nicht machen. Bist du sicher, dass du diesen Stall, falls du deine Tiere und Jungtiere mehr sind, dann solltest du sie vorher auf dem Markt verkaufen. Aha. Wir gehen kurz auf den Markt. Wählen die Tiere aus. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Komm. Erstmal müssen wir, glaube ich, die Johanna wieder hier. So. Oder können wir, besser gesagt. Verkaufen. Ja. Ja, wie mache ich das denn jetzt hier? Nee, ich will den Stall hier haben. Ah, dann solltest du sie vorher auf dem Markt verkaufen. Gut, ja, wie mache ich das? Leute. Tiere. Markt. Markt, privater Markt. Tiere, ja. Aber wo sind die Tiere, verdammt nochmal? Aber die Tiere sind ausgewachsen. Das stand da. Wie kriegen wir die Tiere dahin? Ja, das ist jetzt ein großes Mysterium. Ja, Mudo nur rum, du Kuh. Was? Achso, das sind die Ausgaben. Ich dachte gerade schon. Ja, Einkommen gibt's ja noch nicht. Vor allen Dingen kein geregeltes, was mir am meisten Sorge macht. Aber wie werden wir jetzt diese verdammten Tiere los? Ich habe jetzt auch hier keinen Hilfe-Button mehr oder so ein Scheiß. Hausschwein, Tomate, Pferd, Paprika, Hausgans. Aha.
Ja, aber wie werde ich dich los? Ich will dich loswerden. Ja, da können wir nur gucken. Toll, das bringt mir nichts. Wo sind meine Erzeugnisse? Oh, das regt mich jetzt aber schon auf. Also, das kann doch nicht so kompliziert sein. Das muss doch irgendwie ganz leicht sein. Irgendwie. Das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist doch... Das können die doch nicht machen. Naja, ich werde mich mal darum kümmern, was ich jetzt mit meinen Viechern machen kann. Weil die möchte ich jetzt einfach loswerden. Weil die sind ausgewachsen, meine Güte. Da könnte ich jetzt noch tonnenweise Milch wahrscheinlich von produzieren. Aber ich weiß nicht, wie es geht. Ja, so eine Scheiße. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich noch einen angenehmen Tag. Oder wie auch immer. Und sage Tschüss bei dieser wunderschönen Nachtmusik.